Du schaffst es nicht, eine Sturmhaube auf der Fahrt nach Österreich zu häkeln. Leute, ich bin doch nicht verrückt, dass ich auf der Fahrt nach Österreich... Okay, doch. Und dafür habe ich genau 3 Stunden 46. 3 schwarze Wollknäuel, eine Nadel und ein Maßband. Es ist ein Rennen gegen die Zeit. Deswegen darf ich keine Minute verschwenden und ich war ganz Zeit nur am Häkeln. Kurze Pause an der Raststätte. Keine Pause mehr, ist doch Wurst! Ich bin Vegetarierin und esse nur die Wurst von meinem Freund. Wir sind dann auch an der Allianz Arena vorbeigefahren. Und ich bin immer noch fleißig am Häkeln. Es sind ungefähr schon 1,5 Stunden vergangen. Die Landschaft sieht auf jeden Fall schon mal verschneiter aus. Ein Drittel habe ich schon geschafft, aber allzu viel Zeit habe ich nicht mehr. Mir verbleiben genau noch 1 Stunde 46. Bin todesmüde, aber es geht weiter. Das Guckloch habe ich reingehäkelt und jetzt geht's weiter mit der oberen Hälfte. Noch 58 Minuten und ich glaube, im Leben habe ich noch nie so schnell gehäkelt. Ich dachte wirklich, dass ich noch Krämpfe in meinen Händen bekomme. Wie ihr wisst, kann ich nicht verlieren und deswegen habe ich es gerade noch so geschafft. Voilà.